Noch einmal dürfen wir Ihnen einen wunderbaren Nachmittag wünschen, heute beim zweiten Messetag auf der Best-Messe. Best steht für Beruf, Studium und Weiterbildung und damit ist das Hoch 3 auch erklärt. Unter dem riesigen Hallendach der Stadthalle Wien kann man wirklich in diesen Tagen bis zum Sonntag alles finden, was es zum Thema Beruf, Studium und Weiterbildung auch gibt und auch zu sonstigen Beihilfen, Unterstützungen und ganz wichtigen Themen, über die man erfahren sollte. Und wir haben jetzt zu Gast bei uns im Vortragssaal C die Roswitha Schachinger. Sie sind Geschäftsführerin, auch im Vorstand von der WAG-Assistenz. Assistenzgenossenschaft. Ja, schönen Nachmittag. Sehr fein, dass Sie bei uns sind und wir sprechen jetzt über das Thema persönliche Assistenz, denn selbstbestimmt leben und arbeiten, das möchten natürlich auch Menschen mit Behinderung und das kann man durch eine persönliche Assistenz sozusagen erleichtern und auch über das Berufsbild, was denn ein persönlicher Assistent oder eine persönliche Assistentin macht. Gell? Liebe ja, genau. Roswitha Schachinger, persönliche Assistenz, das heißt ein barrierefreier Zugang. Wir haben es auch in Ihrem Beispiel. Wir haben hier sozusagen eine Rampe gebaut, damit Sie auch mit dem Rollstuhl hier heraufkommen. Wir haben schon mehrmals jetzt unsere Gebärdensprachdolmetscherinnen zu Gast gehabt, sodass auch Leute, die nicht hören können, trotzdem an Bildung und Information teilhaben können. Aber selbstbestimmt leben und arbeiten möchte man natürlich auch im Alltag, auf Universitäten, überall ist man ja mit diesem Thema konfrontiert und dafür gibt es eben zum Beispiel persönliche Assistenz. Wer darf denn das in Anspruch nehmen und wo kommt man zu diesem Service? Na, grundsätzlich ist persönliche Assistenz jede personelle Hilfe. Ich schaue gerade, dass man sie gut. Darf ich Sie ein bisschen weiter rauf? Geht das so? Ja, genau. Bei mir jetzt? Ja, geht gut. Okay. Ja. Also persönliche Assistenz ist jede personelle Hilfe, die behinderte Menschen aufgrund der Behinderung brauchen. Natürlich ist es wichtig, dass es Rampen gibt und auch barrierefreie Toiletten und so weiter. Aber trotzdem, manche Dinge kann man eben nicht technisch ausgleichen, sondern man braucht die Unterstützung von den Menschen. Und da geht es darum, dass mit persönlicher Assistenz von der persönlichen Assistentin oder dem persönlichen Assistenten die Hilfe geleistet wird, die man behinderungsbedingt braucht. Das kann eben im ganzen Leben sein, wie Sie gesagt haben, sowohl in der Arbeit als auch im Privatbereich. Und es geht einfach darum, die Hilfe so zu bekommen, wie man sie braucht. Bei der persönlichen Assistenz geht es aber auch darum, dass man selber bestimmt, wie das passiert und von wem. Also man kennt so diese Unterstützungsleistung sehr von der Betreuung, wo behinderte Menschen eben auch unterstützt werden bei Handgriffen und bei Tätigkeiten. Das passiert aber sehr oft fremdbestimmt. Das heißt, man kann die Person nicht selber wählen, man kann nicht selber entscheiden, was, wann, wie, wo. Und bei der persönlichen Assistenz ist es einfach so, dass die behinderten Menschen selbst die Experten und Expertinnen über ihr eigenes Leben sind. Das heißt, sie bestimmen selber auch, wann, wie, wo und von wem die Assistenz geleistet wird. Das heißt, man braucht auch nicht irgendjemanden aushalten, den man als Person auch gar nicht mag oder der die Dinge so macht, wie man sie nicht will, sondern in der persönlichen Assistenz wählt man sich auch die Person aus, die die Unterstützung leistet. Ich denke, das ist ja auch ganz, ganz ein wichtiger und wesentlicher Teil, dass sozusagen die Chemie stimmen muss, der Umgang, wie man miteinander redet, sodass man, weil man muss ja sozusagen sich helfen lassen, aber möchte es nicht einfach, wie soll ich sagen, unter einer Bevormundung erfahren, sondern selbst entscheiden und der Person sozusagen sagen, hier schon und da bitte ist meine Grenze und so möchte ich das gern haben. Und sozusagen in der persönlichen Assistenz wird es sozusagen in einer ganz feinen, achtsamen Abstimmung zwischen Ihnen beiden gemacht. Ja, also es fängt schon einmal damit an, dass man in der persönlichen Assistenz schon einmal erarbeitet wird, wo man als behinderter Mensch Assistenz braucht, in welchen Bereichen, welche Tätigkeiten das sein sollen, die die Assistentin oder der Assistent macht. Und dann wird sozusagen auf dieser Grundlage nach der geeigneten Person gesucht. Und die haben dann auch ein Gespräch miteinander und nur wenn die Voraussetzungen passen und sich beide Seiten füreinander, also entscheiden, füreinander miteinander zu tun, dann kann das starten.
Aber wie kommen die beiden zusammen? Jetzt, Sie arbeiten bei der WAG Assistenzgenossenschaft. Ja. Also sozusagen, ich nehme an, bei Ihnen gibt es eine Vielzahl von möglichen persönlichen Assistenten, die zur Verfügung stehen würden. Mhm. Man kann sich bei der WAG bewerben als Assistentin oder auch, weil ja die behinderten Menschen selber sagen können, wer die Hilfe leisten soll, ist es auch möglich, dass behinderte Menschen jemand aus seinem eigenen Umfeld sagt, okay, ich möchte, dass diese Person mich unterstützt. Aber grundsätzlich kann man sich einfach bewerben bei der WAG und dann matchen wir sozusagen die Bedürfnisse und Wünsche der behinderten Menschen mit dem, was die Assistenten und Assistentinnen angeben am Bewerbungsbogen. Und wenn das passt, dann gibt es eben die Gespräche, die dann dazu führen, dass man die Arbeit aufnimmt. Roswitha Schachinger, würden Sie uns vielleicht noch weitere Beispiele sagen, wo Sie wissen, da könnte man einen persönlichen Assistenten oder eine Assistentin sozusagen zur Seite gestellt bekommen, aber man weiß es vielleicht nicht. Also zum Beispiel, um welche Art von Behinderung? Also würden Sie auch für Blinde zum Beispiel das betreuen oder gibt es da wieder den Blinden- und Sehbehindertenverband, der dafür zuständig ist? Also die WAG arbeitet dafür, dass wirklich alle Menschen mit Behinderungen die persönliche Assistenz bekommen. Wir sehen uns da auch als Interessensvertretung in Bezug auf die politische Durchsetzung der persönlichen Assistenz, weil persönliche Assistenz von uns als Menschenrecht gesehen wird. Und von daher, also es wird auch Hilfe und Unterstützung geleistet für Menschen mit Sehbehinderung oder eben auch wenn sie blind sind. Welche Förderungsmöglichkeiten und der Bezahlung, es dann durch Fördergeber gibt, ist immer sehr individuell, aber das wird in der Beratung mit den behinderten Menschen auch besprochen. Das heißt, wenn ein behinderter Mensch persönliche Assistenz braucht, dann kann er in die WAG kommen und wird dann auch beraten, wie das läuft, damit die Kosten übernommen werden. Gestatten Sie mir, dass wir ein Beispiel durchspielen. Also wenn jemand zum Beispiel ganz große Probleme hat, in einer Menschenmenge zu sein, also irgendwie Platzangst hat, aber der muss ja auch irgendwie einmal einkaufen gehen oder vielleicht, wenn diese Person studiert, ist noch nicht alles online möglich, dass man sozusagen über E-Learning alles macht. Gäbe es jetzt da auch Möglichkeiten, eine persönliche Assistenz zu erhalten, also zum Beispiel für Einkäufe oder Behördengänge oder ist es ein anderer Bereich? Ja, grundsätzlich haben wir da auch das Problem des Föderalismus. Die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz oder auch im Studium ist österreichweit geregelt. Da muss man aber auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel mindestens Pflegestufe 3 haben. Also ich kann im Privatbereich, wenn Sie sagen, um einkaufen gehen, ist es auch so, dass es von Bundesland zu Bundesland leider verschiedene Voraussetzungen gibt. Da arbeiten wir auch daran, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt, weil es einfach wichtig ist, dass man in Wien die gleichen Voraussetzungen hat wie in Salzburg zum Beispiel. Aber da sind wir noch nicht dort, wo wir hin müssen. Da ist es leider so, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit psychischer Behinderung noch gewisse Nachteile haben im Vergleich zu sehbehinderten Menschen oder mobilitätsbehinderten Menschen, also Rollstuhlfahrerinnen zum Beispiel. Aber in der Beratung oder auch im Vorgespräch kann man das mit uns auf jeden Fall abklären und sich anschauen, welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt. Grundsätzlich stehen wir dafür, dass alle Menschen mit Behinderungen, unabhängig von der Art der Behinderung, die gleichen Möglichkeit haben muss, die persönliche Assistenz zu kriegen, die sie brauchen. Der deutsche Begriff, glaube ich, heißt die Ungleichheiten ausgleichen, sozusagen, dass alle sozusagen die gleichen Chancen haben. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Denn ich glaube, es ist oft auch vielleicht fehlt auf der anderen Seite oft sozusagen die Sensibilisierung oder die Beispiele aus dem Alltag, ja, wo eben persönliche Assistenz
oder ohne persönliche Assistenz man einfach überhaupt nicht weiterkommt. Also sei es im Beruf, oft bei ganz kleinen Dingen vermutlich, die vielleicht für uns jetzt gar nicht so sichtbar sind. Könnten Sie uns da ein paar Beispiele erzählen? Also grundsätzlich kann man mal zum Beispiel... Okay, geht es jetzt besser? Sehr gut. Von einem Alltag, zum Beispiel von einem Rollstuhlfahrer ausgehen, der kommt zum Beispiel mitunter gar nicht aus dem Bett ohne Hilfe. Das heißt, die persönliche Assistenz, es kann sein, dass die persönliche Assistenz anfängt beim aus dem Bett gehen, beim Toilettengang, beim Anziehen bis hin zu den Wegen, die man dann hat, entweder eben zur Arbeit oder auch im Privatbereich. Dann gibt es eben behinderte Menschen, die einen sehr hohen Assistenzbedarf hat. Da geht es dann vielleicht auch um Positionierungen des Körpers oder eben dann, wie Sie gesagt haben, Einkaufen. Also von der Körperpflege bis hin zur Unterstützung bei Wahrnehmen von der Mobilität, Freizeitbereich oder auch Urlauben. Also grundsätzlich geht es darum, das Leben einfach inklusiv in der Gesellschaft machen zu können als behinderter Mensch. Und über diese Handgriffe, die man braucht aufgrund der Behinderung, die macht die persönliche Assistentin. Was persönliche Assistenz ist, nicht dies, ist sozusagen, dass es darum geht, dass man sagt, wie irgendetwas geht oder so, sondern da geht es darum, der behinderte Mensch weiß halt schon, wie er was machen möchte, aber braucht halt die Unterstützung aufgrund der Behinderung. Also zum Beispiel, wenn man eine Tastatur nicht bedienen kann oder irgendwie ja, man genau. was anders stellen kann. Genau. Also das ja. wären zum Beispiel ja. solche Dinge. Ja, genau. Mhm. Jetzt, Sie sagen es, je nach sozusagen der Schwere oder wie sehr man jemanden braucht in der persönlichen Assistenz, kann das durchaus eine 24-Stunden-Betreuung auch sein. Wird es auch ermöglicht? Und wenn ja, braucht man dann eigentlich zwei Personen, also weil die sich irgendwie abwechseln naja, im Dienstradl? Ich glaube, jetzt haben also grundsätzlich gibt es natürlich behinderte Menschen, die durchgängig persönliche Assistenz brauchen, weil sie zum Beispiel nicht alleine auf die Toilette gehen können. Und wer kann das vorher wissen? Also das gibt es auf jeden Fall. Sie haben den Begriff 24-Stunden-Betreuung also genannt. Wollt ihr nicht auf Pflege so gehen? So würden wir Na? Das nicht ja. sehen, ja. weil die 24-Stunden-Betreuung, die gibt es als Begriff wirklich. Die ist aber so von der Konzeption her schon etwas anderes und zumindest überwiegend auf alte und hochaltrige Menschen abgestimmt. In der persönlichen Assistenz geht es darum, an der Gesellschaft teilzuhaben und das Leben so zu leben, wie man es sich vorstellt. Ja. Genau, also selbstständig sozusagen, selbstbestimmt leben. Ich glaube, das hat jeder diesen Wunsch. Also zum Beispiel eben zu einem Konzert zu kommen, eben wie gesagt hier auf der Bestmesse, wenn irgendwo was auszuprobieren ist, wo man eben aufgrund, weil vielleicht eine Hand beeinträchtigt ist, man das nicht kann, dass man dort Unterstützung hat. Können wir auf das Berufsbild persönlicher Assistent oder persönliche Assistentin kommen? Gibt es dafür eine eigene Ausbildung oder studiert man Sozialwissenschaften, ist man Ergotherapeutin, ist man Physiotherapeutin und man ist sozusagen Quereinsteigerin und kann das zum Beispiel auch machen dann? Grundsätzlich wird, wenn die Anforderungen an die persönliche Assistentin festgelegt werden, immer davon ausgegangen, welche Unterstützung braucht der behinderte Mensch. Und der behinderte Mensch definiert auch die Voraussetzungen, die die Assistentinnen haben müssen. Mitunter sind das zum Beispiel ein Führerschein oder wenn es Unterstützung ist beim Kochen, vielleicht auch bestimmte Kochkenntnisse oder man muss wenn es um ein Studium geht, vielleicht auch Fremdsprache können oder was auch immer. Das wird definiert von dem, was die behinderten Menschen brauchen. Es gibt dann natürlich auch eine Reihe von Soft Skills, die in der persönlichen Assistenz wirklich wichtig sind. Eine persönliche Assistentin muss auf jeden Fall
flexibel sein, weil das Leben oft nicht planbar ist. Sie muss sich auch bis zu einem gewissen Grad zurücknehmen können, weil sie es zum Beispiel aushalten muss, dass der behinderte Mensch das jetzt anders macht, als er selber machen würde. Also wenn man da immer sagt, aber ich mache das so, willst du das nicht so machen, dann hat man das nicht verstanden, weil es darum geht, den behinderten Menschen zu unterstützen in seinem Weg und eben nichts überzustülpen. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit ist auf jeden Fall Voraussetzung. Was allermeistens nicht gebraucht wird, ist eine facheinschlägige Ausbildung als Behindertenbetreuer, weil eben die behinderten Menschen selber sagen, wie sie was brauchen und die Assistentin auch während, also am Beginn der Arbeit genau auf diese Tätigkeiten, die der behinderte Mensch braucht, eingeschult werden vom behinderten Menschen selber. Sie sind ja die Experten und Expertinnen in eigener Sache und von daher wissen die behinderten Menschen oder auch ich für meine Assistenz am besten, wie ich was brauche und braucht da jetzt keine Behindertenbetreuerin, die irgendwas gelernt hat, was für mich vielleicht gar nicht notwendig ist oder gebraucht wird. Roswitha Schachinger, wer darf denn die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen? Ist das jetzt eine Frage von, ist denn das schon Jugendliche oder sagt man, die haben Eltern, da muss das Elternhaus noch sorgen. Ab wann sozusagen steht einem denn das zu oder kann man eben zu Ihnen kommen und das bitten, ob man da Hilfe bekommt, dass man eben zu einer persönlichen Assistenz kommt? Grundsätzlich sind wir dafür, dass auch Kinder schon persönliche Assistenz haben können, müssten, muss ich leider sagen, weil sozusagen für eine altersadäquate Entwicklung auch notwendig ist, die Schritte, die ein 10-jähriger nicht behinderter Bub macht, auch als behinderter Junge schon machen zu können. Mit der Assistenz schaut es bei Kindern leider von der Finanzierung her relativ schlecht aus. Nur in der Schule ist die persönliche Assistenz möglich, wenn es eine Bundesschule ist. Dann kann man ab der 5. Schulstufe, also ab dem Alter von, glaube ich, 10 Jahren, persönliche Assistenz in der Schule in Anspruch nehmen. Leider gibt es da eben so verschiedene Kostenträger und da hat jeder so seine eigenen Bestimmungen. Es gibt dann den Bereich der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz. Die ist halt möglich, sobald man mit einer Lehre beginnt oder ein Studium beginnt oder eben einen Arbeitsplatz hat. Für die Assistenz im Privatbereich ist es in Wien so, dass man 18 Jahre sein muss und auch den Antrag stellen muss, bevor man das Pensionsalter erreicht. Aber auch da machen wir natürlich Beratung. Genau. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie uns das sagen, weil jeder kann durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, eine Infektion irgendwie in die Lage kommen, dass man eben Hilfe braucht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber auch reden, dass es eben durch eine persönliche Assistenz möglich ist, ganz, also soweit es geht, ganz selbstbestimmt eben sein Leben gestalten kann und auch arbeiten kann. Sie haben bei der WAC-Assistenzgenossenschaft sozusagen, können auch Angehörige von Menschen, die eine Unterstützung bräuchten, auch zu Ihnen kommen und Sie würden auch nicht schulen, aber zumindest einmal ganz wichtige Dinge auch beibringen, oder? Das habe ich das richtig verstanden, oder? Bei Angehörigen von... Ja, Angehörige. Also wenn ein Angehöriger kommt und sagt, mein Partner oder meine Tochter oder mein Sohn braucht persönliche Assistenz, dann sagen wir, wenn er persönliche Assistenz braucht und das über die WAC möchte, dann müssen wir einen Termin mit ihm ausmachen. Wir arbeiten nach den Kriterien der Selbst- und Lebenbewegung und von daher gibt es da das Motto, nichts über uns ohne uns oder nothing about us without us. Würden wir sagen, bitte, also wenn der Bedarf da ist und der behinderte Mensch das möchte, dann muss er so kommen. Wenn das Kinder sind, oder dann kann man natürlich, die Eltern sind die natürlich dabei, oder auch ein behinderter Mensch kann eine Vertrauensperson mitnehmen, das ist nicht das Problem, aber die Initiative
muss von behinderten Menschen ausgehen. Ich habe im Laufe meiner Berufsjahre sehr viele persönliche Assistentinnen auch kennenlernen dürfen. Und interessanterweise waren es nur Frauen. Ich nehme an, dass aber auch Männer gebraucht werden als persönliche Assistenten. Ja, natürlich werden auch Männer gebraucht. Und Sie haben recht, es gibt einen Frauenüberschuss sozusagen. Der ist aber im Pflegebereich normalerweise 80-20. Das heißt, wenn man, glaube ich, in ein Krankenhaus schaut, dann sind 80% des Pflegepersonals Frauen. In der persönlichen Assistenz ist es schon so, dass zumindest ein Drittel ungefähr Männer sind. Das heißt, wir haben ein bisschen eine ausgeglichenere Bilanz, als sie sonst so in diesen helfenden oder pflegerischen Bereich ist. Ja. Es ist ja auch kein richtig pflegerischer Bereich, sondern einfach eine Unterstützung der Leute in ihrer Selbstbestimmung. Von daher ist es für mich Menschenrechtsarbeit. Genau. Aber schön, dass Sie da schon eine bessere Quote haben als wir sonst. Ja, sie ist ein bisschen besser. Genau, wir haben ja heute auch Boys Day schon zu Gast gehabt. Also wir sind ganz fest dahinter, dass sich das irgendwann einmal kein Thema mehr sein wird, sondern dass es überall ausgewogen sein wird, so wie auch unsere Gesellschaft. Ganz ein wichtiges Thema auch, wie funktioniert das mit der Finanzierung? Also wenn also ein behinderter Mensch zu Ihnen auch kommt, zur WAK und Assistenzgenossenschaft und sagt, ich bin Betroffene oder Betroffener und möchte um Unterstützung bitten, um eine persönliche Assistenz. Wie läuft das dann? Ist das komplett ausfinanziert? Hat man noch Kosten, die man selber tragen muss? Wie funktioniert das? Grundsätzlich ist das Erste, wenn man zu uns kommt, dass wir schauen, ist persönliche Assistenz überhaupt das Modell, das passt. Ja? Weil wenn jemand sagt, ich möchte einfach Unterstützung und da soll irgendwer kommen und zwar irgendwann, dann sagen wir, das ist nicht persönliche Assistenz, weil man muss sich mit der persönlichen Assistenz eben sagen, was, wann, wie, wo, und man muss sich sehr aktiv einbringen wollen. Also es ist keine Haushaltshilfe und Reinigungskraft, sondern das ist sozusagen eine persönliche Assistenz ist etwas, wo man tatsächlich seinen Lebens- und Berufsalltag in den Fällen, wo man sie braucht oder ihn, sozusagen wie eine Zusammenarbeit. Ja, die Tätigkeit der persönlichen Assistenz also kann schon auch den Haushalt betreffen, weil auch der nicht behinderte Mensch seinen Haushalt macht oder auch die Reinigung. Aber es ist nicht so, dass wir da einfach irgendjemanden schicken, dann macht er das und dann geht er wieder. Das wäre eher Heimhilfe, sage ich mal. Das ist es nicht. Grundsätzlich ist es halt dann sehr abhängig, wenn Sie von der Finanzierung reden, in welchen Bereichen es ist. Es gibt leider noch nicht nur eine Stelle, die das bezahlt, sondern da gibt es für den Privatbereich die Länder, und für den Arbeitsbereich und für das Studium ist es der Bund. Und je nachdem, welche Voraussetzungen da gegeben sind, gibt es auch verschiedene, ist auch die Finanzierung verschieden gegeben. Aber das müssen wir sozusagen in der Beratung machen. Was oft Voraussetzung ist, ist eine bestimmte Pflegegeldstufe, also aber auf jeden Fall uns kontaktieren, wir schicken dann Infomaterial zu und wenn dann noch wirklich die persönliche Assistenz das ist, was man möchte, dann gibt es eine Beratung, wo man diese Dinge alle genau klären kann, ja, weil die Finanzierung leider ja ein bisschen differenzierter zu sehen ist. Also eins hört man aus unserem Gespräch definitiv heraus, Sie sind die Expertin da, also Sie wissen, wo welche Fördertöpfe anzuzapfen sind oder wer da weiß, also wo kann man am besten sozusagen... Und wenn ich da jetzt zu wenig gesagt habe, dann kann man vielleicht ganz generell sagen, die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz wird vom Bund finanziert, die persönliche Assistenz im Privatbereich von der Stadt Wien, das ist der Fonds Soziales Wien. In Bezug auf Wien, ja. Genau, aber es gibt eben Unterstützungsmöglichkeiten. Ja. Ich würde Sie gerne was fragen, und zwar, wenn man sozusagen als behinderter Mensch beginnt, also okay, ich gestehe mir auch ein, vielleicht ist ja auch oft ein Eingestehen, ich brauche oder möchte jetzt eine persönliche Assistenz, wie sehr muss man sich dann auch Zeit geben, dass die beiden Personen sozusagen sich zusammenschleifen? Also dass man sozusagen, bis man ein eingespieltes Team ist. Also würden Sie sagen, da braucht man echt Geduld auf beiden Seiten? Grundsätzlich die Einschulungszeit ist natürlich
verschieden lang auch, je nachdem, wie komplex die Hilfestellungen sind, die man braucht. Da wird jemand mit einer schwereren Behinderung, wo es um Positionierung des Körpers geht, braucht sicher länger zum Einschulen als jemand, der der nicht so schwer behindert ist. Und grundsätzlich, das andere läuft sehr viel von der, hängt sehr viel von der Persönlichkeit ab. Man lernt nie aus. Ich habe persönliche Assistenz seit über 20 Jahren und wahrscheinlich schon eher nur für mehr, aber man bleibt immer irgendwie stehen und habe auch das Gefühl, ich lerne nie aus. Und es ist auch die persönliche Assistenz bei jedem Menschen was anders, aber es funktioniert in aller Regel sehr gut. Und wenn es nicht funktioniert, und dann stehen wir auch zur Verfügung, denn sowohl den Kundinnen als auch den persönlichen Assistentinnen, dass man die Sachen bespricht und möglichst eine Lösung findet, sodass alle beiden Seiten gut miteinander können. Genau. Und die persönlichen Assistentinnen auch gut arbeiten können. Das ist uns auch wichtig. Wenn sich jetzt jemand entschließt, persönlicher Assistent zu werden oder persönlicher Assistent zu sein, ist das jetzt ein Beruf, wo man sozusagen angestellt wird oder macht man das aus, ist das eine ehrenamtliche Tätigkeit oder kann man das auch als selbstständige Person machen? Wie ist denn das organisiert? Also es ist keine ehrenamtliche Tätigkeit, das ist mir ganz wichtig, weil es einfach ein Job ist, wo man bezahlt wird dafür, dass man die Hilfe leistet. Es ist auch wichtig, weil man sonst nie auf einer Ebene wäre. Als behinderter Mensch wäre man immer der sozusagen um Hilfe bietet. Als persönlicher Assistent würde man der sein, der die Arbeit hergibt, aber eigentlich keine Entlohnung hat. Grundsätzlich gibt es bei uns freie Dienstverträge und Anstellungen, wobei die Anstellungen jetzt immer mehr werden. Von daher ist es einfach ein Dienstverhältnis, das man hat. Das Ausmaß kann auch sehr schwanken, das heißt, es gibt schon viele Assistentinnen, die neben der Arbeit als Assistentin Studium haben. Viele machen das auch hauptberuflich, also das ist querbeet. Ja. Meine letzte Frage an Sie, liebe Roswitha Schachinger, was wünschen Sie sich denn von der WAG Assistenzgenossenschaft, Sie sind ja dort Geschäftsführerin und da im Vorstand, für die persönliche Assistenz, damit eben jeder Mann und jede Frau selbstbestimmt leben kann, arbeiten kann, ihr Studium gestalten kann, auch Partnerschaften gestalten kann, was wünschen Sie sich für Ihren Bereich? Ich wünsche mir das jetzt, was Sie sagen, nicht von der WAG Assistenzgenossenschaft, sondern von der Politik. Ich wünsche mir von der Politik, dass gesehen wird, dass persönliche Assistenz ein Menschenrecht ist, das einfach zu finanzieren ist für alle Menschen mit Behinderung, unabhängig davon, wie viel Assistenz sie brauchen und unabhängig davon, in welchem Bundesland sie leben, muss es sein, dass persönliche Assistenz bedarfsgerecht finanziert wird. Das ist so mein Wunsch, die persönliche Assistenz ist auch in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen festgeschrieben. Das hat Österreich ratifiziert, also anerkannt. Und von daher haben sie eigentlich anerkannt, dass sie die persönliche Assistenz auch umsetzen wollen. Für mich ist das ein Menschenrecht. Also bitte Österreich, setzt die Menschenrechte und finanziert bedarfsgerechte persönliche Assistenz. Wunderbar. Liebe Roswitha Schachinger, nachdem wir ja live streamen, also haben wir das sozusagen jetzt auch auf Video gebannt. Mhm. Wir werden schauen in ein paar Jahren, ob wir darüber Bilanz halten können, ob sich da schon einiges getan hat in dem Bereich. Und somit nehmen wir Ihr Schlussplädoyer gerne auf.
Und wenn Sie einverstanden sind, dann verabschieden wir uns beide jetzt heute vom zweiten Messetag hier von der Bestmesse, der Messe für Berufsstudium und Weiterbildung. Wir haben, wie gesagt, eine Vielfalt hier im Vortragssaal C, wie auch in den anderen Vortragssälen. Alle Standbetreiberinnen und Standbetreiber wünschen sich, dass sie zu Ihnen kommen, dass sie Fragen stellen, dass sie interessiert sind. Vor allem hier haben Sie die Möglichkeit, unter einem Hallendach so viele unterschiedliche Studienrichtungen, unterschiedliche Universitäten, Fachhochschulen zu vergleichen. Also einfach, ich weiß, es ist anstrengend, aber Sie machen es ja für sich und Sie bekommen vielleicht eine erste Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Zwei Tage, heute ist schon Freitag, ja. Die Zeit vergeht. Bis Sonntag haben Sie noch die Möglichkeit, wie gesagt, heute bis 18 Uhr hat die Bestmesse geöffnet, am Sonntag bis 17 Uhr und wie gesagt, auch im Internet ist zum Beispiel die WAG-Assistenzgenossenschaft von der Roswitha Schachinger zu finden und die Unterstützungsmöglichkeiten kann man E-Mail schreiben und Kontakt aufnehmen und zu ganz vielen anderen Themen natürlich auch. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren und wenn Sie möchten, sehen wir uns morgen wieder. Vielleicht nehmen Sie Ihre Eltern mit oder Ihre Patenkinder, schleppen Sie mit auf die Bestmesse. Wie gesagt, ein tolles Angebot. Der Eintritt ist ja frei. Und dieses so aufbereitet zu finden, ist wirklich großartig. Und in diesem Sinne, nützen Sie Ihre Chance. Es ist Ihr Weg. Und wie gesagt, es soll vor allem Freude machen. Einen wunderbaren, heute haben wir Freitag, Freitagnachmittag.